Leidest du auch unter hartnäckigen Blockaden im Bereich der Brustwirbelsäule, dann könnte das unter Umständen an einer eingeschränkten Streck- und Rotationsfähigkeit in eben diesem Bereich liegen. Deshalb zeige ich dir gleich 7 Übungen, mit denen du das beheben kannst und deine Beweglichkeit und Rotationsfähigkeit hier wiederherstellst. Zuvor erkläre ich dir nochmal ganz kurz, wie eine eingeschränkte Beweglichkeit in diesem Bereich auch zu Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule und im Bereich der Lendenwirbelsäule beitragen kann und wie es deine Atmung bei jedem einzelnen Atemzug beeinträchtigt. Wenn du allerdings direkt zum Teil mit den Übungen springen willst, blende ich dir hier wie immer unten die Zeitmarke ein und für alle anderen starten wir jetzt mit einem kleinen Theorieteil. Die menschliche Brustwirbelsäule verfügt über 12 Brustwirbelgelenke und diese 12 Brustwirbelgelenke verfügen in der Summe über eine Rotationsfähigkeit nach links und rechts von jeweils 40 Grad. Wichtig, für diese Rotationsfähigkeit wird eine optimale Streckung vorausgesetzt. Erst wenn die Brustwirbelsäule gestreckt ist, steht diese volle Rotationsfähigkeit von 40 Grad dir zur Verfügung. Wenn du hier eingefallen bist, kannst du nur eingeschränkt rotieren. Und wir wissen wahrscheinlich, das trifft bei den meisten Menschen leider zu. Viele haben so eine Brustkyphose, das heißt so ein Rundrücken, durch das viele Sitzen, Tag ein, Tag aus, viele Stunden am Arbeitsplatz von übergebeugter Haltung, was dazu führt, dass die Muskeln, die die Brustwirbelsäule strecken, abschwächen und in der Konsequenz auch die Rotation eingeschränkt ist. Jetzt ist das nicht nur ein lokales Problem, wenn die Rotation hier eingeschränkt ist. Denn wenn du hier zu wenig Rotation hast, dann willst du ja trotzdem noch Alltagsbewegungen ausführen. Du musst beim Schulterblick jedes Mal rotieren, wenn du im Auto sitzt, wenn du rückwärts einparkst, musst du dich in der gesamten Brustwirbelsäule rotieren. Wenn dir hier also 40 Grad irgendwie fehlen oder von den 40 Grad nur 20 Grad zur Verfügung stehen, dann bedient sich dein Körper unbewusst, unweigerlich bei allen möglichen Rotationsbewegungen eine Etage drüber bei der Halswirbelsäule und eine Etage drunter bei der Lendenwirbelsäule. Insbesondere bei der Lendenwirbelsäule haben wir aber das Problem, dass du hier funktionell physiologisch nur rund 10 Grad Rotation nach links und rechts hast. Wenn hier also was fehlt, rotiert immer die Lendenwirbelsäule ein Stück weit mehr mit als normalerweise nötig, was hier zu einer Überlastung führt. Das gleiche passiert im Nackenbereich. Der Nackenbereich, die Halswirbelsäule, hat normalerweise je 70 Grad nach links und rechts. Aber wenn hier wieder, wie gesagt, was fehlt, muss die Nackenpartie einfach noch stärker rotieren, was hier auch zu Überlastungen führen kann. Mit Schmerzen kann das natürlich auch einhergehen und Verspannung der gesamten Muskelregion. Deshalb ist es so wichtig, die Streckfähigkeit hier erstmal wiederherzustellen und dann an der Rotationsfähigkeit zu arbeiten. Eine Sache kommt allerdings noch, wenn du dachtest, das war es jetzt schon, denn der Brustkorb hat noch eine kleine Besonderheit. Du hast hier noch eine weitere Gelenkverbindung mit den Rippen. Und jeder Brustwirbelkörper hat hier nochmal eine gelenkartige Verbindung mit den sogenannten Rippenwirbelgelenken. Und diese Rippenwirbelgelenke rotieren normalerweise. Das heißt, bei jedem Atemzug richten sich die Rippen auf. Du kannst das bei dir selber auch testen. Wenn du tief in die Brust einatmest, klappen sich die Rippen so nach oben auf. Der Brustkorb wird schön mit Luft gefüllt. Die Lunge kann sich hier schön ausweiten und alles ist gut. Wenn du allerdings nicht strecken kannst, kannst du nicht rotieren, deine Rippen, Wirbelgelenke können nicht optimal rotieren. Diese Blasebalgfunktion funktioniert nicht und deine Lunge ist sprichwörtlich wie in einem Käfig aus Rippen gefangen und kann sich nicht optimal ausdehnen. Und das ist halt problematisch, natürlich insbesondere im Alltag. Wir atmen rund 12 Atemzüge pro Minute. Bei jedem Atemzug unter Normalbedingungen fällt es dir vielleicht nicht so auf, weil du diese maximale Expansion nicht benötigst. Aber wenn du dann doch mal Performance erbringen musst und etwas tüchtiger dich bewegst und vielleicht sogar Sportmaß laufen gehst, dann fehlt dir hier einfach der Hubraum. Wenn dir hier der Hubraum fehlt, dann hast du da ein Nadelöhr. Wenn du dein System, deinen Körper mit zu wenig Luft versorgen kannst, heißt das auch, Gehirn, Herz, Muskeln kriegen nicht genug Luft und du hast tatsächlich einfach
einen großen, großen Flaschenhals in deinem Gesamtsystem. Wenn diese ganzen Muskeln, die am Brustkorb ansetzen und die hier zwischen den Wirbeln sind, nicht bei jedem Atemzug bei einer etwas anstrengenderen Belastung, wie zum Beispiel jetzt Laufen etwas schneller, sich nicht regelmäßig dehnen und kontrahieren und bewegen können, kann das einfach zu Verspannung im Gesamtsystem führen, denn die normale Bewegung ist eingeschränkt und dein Körper versucht halt ständig irgendwie zu kompensieren, andere Bereiche mehr zu beanspruchen, und das kann einfach zu großen, weitläufigen Problemen einfach im gesamten Brust-, Schulter-, Lenden-, Halsbereich führen, und das ist einfach extrem überflüssig. Deshalb zeige ich dir gleich in diesem Video, wie schon gesagt, 7 Übungen, mit denen du das hier wieder beheben kannst, die Streckfähigkeit und die Rotationsfähigkeit optimierst. Und wenn du gerne mehr über die Funktion und Beweglichkeit einer gesunden Wirbelsäule im Allgemeinen erfahren willst, klick dich gerne hier in das Video oben rechts rein. Starten wir mit den 7 Übungen. Und die Übungen, die ich dir gleich zeige, sind nach Komplexität sortiert. Das heißt, desto weiter wir voranschreiten, umso komplexer wird es. Das heißt in der Regel einfach nur, dass die Übungen von der Koordinationsansteuerung einfach etwas intensiver werden. Es werden Bewegungen abgefragt und nicht nur statische Haltung. Diese erste Übung, die ich hier gleich im Sitzen zeige, ist, weiß Gott, nicht die beste Brustwirbelsäulenrotationsübung. Aber ich zeige sie deshalb hier ganz gerne, weil sie eine Übung ist, die du ganz einfach am Arbeitsplatz im Sitzen machen kannst. Und darum geht es. Es geht nicht um die beste Übung, es geht um die beste Übung, die du machen kannst. Starte im Sitzen vor deinem Arbeitsplatz. Ich habe jetzt hier diese Box, du kannst sie aber allerdings auch auf deinem Stuhl machen. Nur ein Drehstuhl ist gleich nicht so praktisch, weil dann drehst du dich quasi so mit und du brauchst schon so einen fixen Untergrund, auf dem du sitzt. Richte deine Brustwirbelsäule auf und spann deine Bauchmuskeln an, um die Lendenwirbelsäule zu fixieren. Bauchnabel zeigt nach vorne und dann drehst du deine Brustwirbelsäule zur Seite und hältst dich hier mit den Händen so ganz leicht fest. Eigentlich legst du die Hände hier nur so auf oder lässt sie so seitlich am Stuhl runterhängen. Atme ein und aus, damit sich der Brustkorb auch schön elastisch hebt und senkt. Das Gleiche kannst du dann nochmal auf der anderen Seite machen. Halte die Position jeweils so für 30 Sekunden, während du ein- und ausatmest. 60 Sekunden sind noch besser, 90 Sekunden sind noch besser. Du bekommst langsam eine Idee davon. Du musst einfach diese Position regelmäßig einnehmen und am besten auch während der Arbeit erst gar nicht einfallen lassen in diese runde Haltung, sondern einfach regelmäßig wiederholen. Das ist der Schlüssel zu mehr Beweglichkeit. Die zweite Übung startet im Fersensitz. Wenn du in dieser Position Schwierigkeiten hast, kannst du dir hier auch ein Kissen zwischen Fersen und Oberschenkel platzieren. Und falls du etwas mehr über diese Position erfahren willst, wie du sie verbesserst, habe ich dir hier oben auch noch einen Link zum Thema Fersensitz verlinkt. Jedenfalls positioniere dich auf einen weichen Untergrund im Fersensitz. Und die Seite, die wir gleich nicht rotieren, bei mir wird das jetzt hier die rechte sein, da stützt du den Unterarm auf den Boden auf, drückst mit dem Ellenbogen gegens Knie, sodass du hier so eine Spannung auch mit den Bauchmuskeln aufbaust. Damit blockierst du die Rotation gleich aus der LWS. Wichtig ist auch, dass dein Po auf deinen Fersen aufsitzt. Damit weißt du auch, wann du aus Versehen hier so anfängst mitzurotieren, nämlich wenn du hier irgendwie abhebst oder Druckveränderungen spürst. Die andere Hand kann jetzt entweder hier so hinter den Kopf platziert werden, damit du die Brust hier auch nochmal so ein bisschen öffnest und rotierst dich entsprechend auf. Atme hier ein und atme hier aus. Wenn du Schwierigkeiten mit dieser Griffposition und Streckung der Brust hast, kannst du dir einfach auch mit dieser freien Hand in die Rippenseite hier greifen, auf der anderen Seite. Bau wieder Druck auf und atme hier ein. Und atme wieder aus. Wichtig ist, wie gesagt, dass du hier keine kompensierenden Bewegungen zeigst und hier auch den Druck mit dem Ellbogen aufs Knie behältst, damit du die Bewegung im Lendenbereich möglichst limitierst. Du kannst auch willentlich nochmal zusätzlich den Bauchmuskel mit anspannen, dann kannst du da nochmal ein bisschen Stabilität erzeugen.
Die dritte Übung ist die sogenannte 90-90-Grad-BWS-Dehnung in der Seitenlage. Dazu kannst du hier noch so einen Formroller nutzen. Der dient dir gleich als Platzhalter zwischen Boden und Knie, damit du was zum Einklemmen hast. Geh hier so in dieser Seitenschläferposition mit einem weit angezogenen Knie nach oben und klemme zwischen Boden und Knie den Formroller ein. Deine Arme liegen hier aufeinander. Du kannst für den Kopf hier noch zusätzliches Kissen, Yoga-Block, irgendeine Art Stütze hier nehmen, damit er nicht so runterhängt, falls du hier in diesem Bereich Probleme hast. Und dann hältst du den Druck hier aufrecht gehalten, damit du deine Lendenwirbelsäule dadurch fixierst. Denn wenn du das Knie weit nach oben ziehst, fixierst du so ein Stück weit auch dein Becken damit und verhinderst dann die Rotation im Becken- und Lendenbereich. Dann öffnest du dich hier, hältst hier den Druck, verhinderst also, dass das hier passiert. Und atmest jetzt hier schön ein in Bauch und Brust. Der Arm kann sich dabei ruhig heben und ausatmen. Wiederhole das Ganze, verharre in dieser statischen Position für 30 bis 60 Sekunden, bevor du dann die Seite wechselst. Die nächste Übung trainiert die Einwärtsrotation der Brustwirbelsäule. Sonst wird ja ganz häufig immer so diese Auswärtsrotation trainiert. Und hier gehen wir mal in die entgegengesetzte Richtung. Starte im Halbkniestand. Dabei zeigt der Unterschenkel in diese Richtung und der Oberschenkel 90 Grad abgespreizt in die andere Richtung. Hier so nach vorne, in dem Fall jetzt ins Bild. Platziere dann den Arm der Seite des Unterschenkels hier senkrecht zum Boden auf der Linie des Unterschenkels und gehe mit der freien Hand jetzt in die Aufwärtsrotation. Hier spürt man in der Regel keine großartige Dehnung. Atme hier ein und beim Runtergehen atmest du jetzt hier aus. Hier spürst du in der Regel die Dehnung. Halte das Knie hier außen. Meistens will das hier gerne so mitgehen. Wichtig ist allerdings, dass der Po-Muskel hier aktiviert bleibt und das Knie außen bleibt. Geh hier richtig schön rein und öffne dich und atme hier ein. Die nächste Übung kannst du ebenfalls im Halbkniestand seitlich positioniert zu einer Wand ausführen. Das wandentfernte Bein ist hier aufgestellt. Der wandnahe Arm ist hier seitlich an der Wand angelehnt und mit dem anderen Arm rotierst du dann so zur anderen Seite zur Wand auf. Währenddessen probierst du hier mit dem Becken möglichst nach vorn gerichtet zu bleiben. Dein Knie darf nicht nach außen gehen, denn wenn dein Knie nach außen geht, ist das nur ein weiteres Zeichen einer Aufwärts- oder Verdrehung hier im Hüft- und Beckenbereich. Damit das hier nicht passiert, kannst du zur Sicherheit nochmal so einen Foamroller zwischen Wand und Innenseite des Knies einklemmen. Das erfordert hier eine gewisse Anspannung im Bauch und in der Adduktormuskulatur, fixiert hier einfach grundsätzlich diese Position noch stärker und dann kannst du hier noch einfacher isoliert aus der Brustwirbelsäule arbeiten. Beim Aufrotieren einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ich finde, bei dieser Übung merkt man ganz schön, wie durch die Einatmung, vor allem in den Brustkorb, die Brustwirbelsäule sich weiter aufrichtet und die Rotationsbewegung noch weiter erleichtert wird. Die nächste Übung hört auf den sperrigen Namen Bend Over Reach to Sky. Ja, die Übung heißt wirklich so, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Du startest in der schulterbreiten Standposition, streckst die Wirbelsäule, drückst dein Becken so nach hinten, beugst deine Hüften, sodass du hier so eine leichte Spannung, eine Dehnung spürst, richtest dich hier auf in der Brustwirbelsäule, lässt die Arme locker runterhängen und dann rotierst du jetzt gleich mit dem Arm auf und atmest dabei ein. Und wechselst die Seite. Das Schwierige an der Übung ist, hier mit dem Becken und mit den Knien nicht kompensatorisch mitzurotieren, sondern die Bewegung wirklich hier aus der Brustwirbelsäule kommen zu lassen und nicht hier so aufzurotieren. Das macht die Übung ziemlich komplex, weil es vielen Menschen grundsätzlich schwerfällt, sich so isoliert, so stark in der Hüfte zu beugen. Häufig reicht halt die Beweglichkeit auf der Oberschenkelrückseite nicht aus
Und man muss hier gleichzeitig auch noch die Wirbelsäule gegen die Schwerkraft strecken, die einen ja so in diese Stauchung, in diese vorgerundete Haltung reinzwängt, muss man gegenarbeiten. Und die letzte und siebte Übung ist ein alter Bekannter, den ich schon mal in einem anderen Video ausführlicher behandelt habe, der World's Greatest Stretch. Und der World's Greatest Stretch ist nicht nur eine klasse Übung, um die Brustwirbelsäule zu strecken, sondern sie ist auch eine Übung, um die Hüfte zu öffnen, um die Beine zu dehnen, um die Beinrückseiten, sprich zu dehnen. Und sieht dann so aus, hinteres Bein ist gestreckt, Unterschenkel hier senkrecht aufgerichtet, Fuß ist verschraubt, du rotierst dich hier auf und rotierst dich hier nochmal rein. Und dann kannst du noch die Oberschenkelrückseite mitdehnen, indem du hier das vordere Knie streckst, wieder runtergehst und das Ganze dann wieder von vorne einleitest. Wenn dir das Ganze zu schnell ging, wie gesagt, dazu habe ich bereits ein sehr ausführliches Video gemacht. Verlinke ich dir wie immer hier oben rechts, kannst du gleich reinspringen. Und ansonsten, kleiner Recap, Zusammenfassung, das waren jetzt so alles Übungen, bei der die Streckung mit einer geringeren Intensität ausgeführt wurde, die Streckung der Brustwirbelsäule, um darauf die Rotation anzuschließen. Ich veröffentliche auf diesem Kanal in einigen Wochen ein ziemlich gutes Video, Übungsvideo, bei der es um die primäre Streckung gegen einen gewissen Widerstand geht, bei der du wirklich auch die Muskeln hier schön trainierst. Das heißt, am Ende der Übung wirst du ein schönes Ermüdungsgefühl hier in der Brustwirbelsäulen-Streckerregion hier fühlen. Das Video wird bald freigeschaltet auf dem Kanal, wenn du es nicht verpassen willst. Natürlich den Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, so bekommst du eine Mail, sobald das Video online ist. Und verpasst es auf keinen Fall. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gerne teilen, liken, Kanal natürlich sowieso abonnieren und dem Video hier ein Like geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.